Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute die zweite Folge von meinem Gold-Tagebuch präsentieren. Und zwar war ich die Woche wieder ein wenig fleißig, habe wieder ein bisschen Gold gefarmt. Und was wir die Woche so gemacht haben, beziehungsweise was wir rausgezogen haben, will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar als allererstes schauen wir uns da meine kleine Liste an. Ich habe das gerade ein bisschen vergrößert, weil die Leute im Stream meinten, man kann es so schlecht lesen. Also hier Rentnermodus ist aktiv. Ich denke mal, jetzt könnt ihr das ganz gut sehen. Wir befinden uns nämlich jetzt insgesamt in der fünften Woche. Ich hatte ja die ersten 3 Wochen quasi diese Gold Cap Challenge gemacht und dann hatte ich ja hier die. Also das Gold Cap 10 Millionen Gold oder 9 Millionen 900, also und ein paar Neuner weiter. Ne? Ihr wisst ja, wie das Gold Cap ist. Und dementsprechend habe ich mich jetzt ja dazu entschieden, das ein bisschen weiterzumachen, da ich ja ein bisschen mehr Gold für das ein oder andere Kartenspiel-Mount noch brauche. Und wir hatten letzte Woche einen Stand von overall 14,9 Millionen Gold und dementsprechend aufgeteilt auf quasi auf dem Main-Account 12 Millionen 100.000 und auf dem zweiten 2,7 Millionen. Und es hat sich ein bisschen was getan. Und zwar, ich habe jetzt über die Woche wieder ein paar Boosting-Geschichten gemacht, also sprich Sachen geboostet wie Rache der Kralle-Ruf habe ich geboostet, das Aschenfell-Moschan. Ich habe sogar Leute gefunden, die sich Freehold boosten lassen haben von mir, also obwohl man im Moment über AV relativ gut EP machen kann. Was habe ich noch gemacht? Ich glaube, ich habe bei Achievements habe ich Leuten geholfen gegen eine Goldsumme, unter anderem hier diese Arena, wo man diesen Wappenrock und den Titel kriegt, habe ich gewusst. Also von allem so ein bisschen was quasi, da kam ganz gut was rum. Und zwar sind wir jetzt auf dem Main-Account bei 14,6 Millionen Gold. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Bienenmounts auch verkauft die Woche, fällt mir gerade ein, und da auch einen relativ guten Gewinn gemacht. Heißt, da haben wir alleine schon mal ja, 2,5 Millionen Plus gemacht tatsächlich. Also Main-Account sieht gut aus über Boosting-Aktivitäten. Da ist übrigens jetzt das Gold noch nicht drin, was ich über Berufe gemacht habe. Ne? Das werden wir jetzt dann halt noch bei den einzelnen Charts durchloggen, ein bisschen reingucken, was sich da getan hat. Da könnte es vielleicht für den einen oder anderen noch interessant werden. Es hat sich nämlich die Woche ein bisschen was geswitcht. Genau. Also, wir halten fest, durch Boosting-Aktivitäten habe ich ein bisschen über, ja, 2,5 Millionen etwa gemacht die Woche. Das ist, denke ich mal, ganz respektabel, kann man jetzt nichts sagen. Jetzt schauen wir beim zweiten Account, habe ich tatsächlich ein bisschen Minus gemacht. Ihr seht, ich habe 2,7 irgendwas Millionen gehabt. Und wenn wir jetzt hier rein switchen und mal hier im Alcoholic gucken, da sehen wir nämlich alle Jars overall. Bin ich jetzt nur noch bei 2,4. Hat den Hintergrund, ich habe ziemlich viel investiert. Wer Gold machen will, muss auch immer was investieren. Und zwar habe ich einen neuen Standort quasi aufgemacht. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber so. Und zwar, das machen wir jetzt mal alles zu. B -b 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 auf. Nein, das auch nicht hier. Blackmoor. Da hatte ich ja ursprünglich nur den einen Hordenschar, mit dem ich raide. Oder damals geraidet habe, die ersten beiden Contents. Und dann hatte ich mir ja irgendwann noch den Twink gemacht. Und jetzt habe ich mir über den Boost, den man jetzt mit dem Shadowland Pre-Order-Dings bekommen hat, quasi noch einen Char auf 120 geboostet. Hat den Hintergrund, wenn wir jetzt hier mal reinschauen, ich habe mir alle möglichen Berufe hochgebastelt. Inji und VZ hatte ich ja hier schon beide auf zumindest BFA Max. Und habe mir dann quasi noch bei dem Twink Schneider auf Max gezogen, Inschriftenkundler auf Max gezogen und dann bei dem geboosteten Char quasi noch Schmied und Lederer. Das sind halt so die Berufe, die am meisten Gold abwerfen. Also Inji macht eigentlich nicht viel, Juve bringt auch eigentlich auch nicht viel. Die Sammelberufe kannst du eigentlich auch größtenteils vergessen. Heißt, das sind schon die Berufe, die relativ gut was abwerfen. Die drei Craft-Berufe. Plus Inschriftenkundler ist das Beste. Eiche kannst du eigentlich auch vergessen. Ich mache tatsächlich aber auch ein bisschen Gold mit VZ auf Blackmoor, weil ich mit dem die Max-Rezepte habe und dementsprechend das dann tatsächlich in der Gewinnzone ist. Mit dem habe ich ja quasi davor als Main gespielt, deswegen hatte der auch den Ruf. Und das macht dann schon ein bisschen was aus. Genau, also da werden wir danach halt auch nochmal ein bisschen genauer reinschauen, was wir da investiert haben, was wir da rausgezogen haben. Und ja, jetzt würde ich sagen, gucke ich als erstes mal mit dem Main-Account einmal rein, was wir da so drin haben. Und zwar würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal hier an. Ich habe ja mit dem, wie ihr vielleicht wisst, zwei Craft-Berufe mit meinem Main auf dem ersten Account. Einmal Schmied und Lederer. Und da seht ihr, über die Woche haben wir doch ein bisschen was verkauft. Wir haben 109 Mails drin. Ein paar Sachen habe ich verkackt. Ihr seht, ich habe mal wieder meine Folianten verkauft und deswegen kann ich im Raid immer nicht umskillen, weil ich,
ich muss das mal richtig einstellen, die sollten hier nicht verkauft werden. Ich habe es für den anderen Account eigentlich eingestellt, weil ich da ja die Dinger verkaufe, aber mit dem will ich sie nicht verkaufen. Blöd gelaufen. Fast der ganze Rest sind halt Schmiede- und Leder-Items, außer hier, ich habe ein paar Sprungfedern, die habe ich jetzt schon seit 2-3 Wochen nicht mehr gefarmt. Ich habe die quasi immer für einen teureren Preis in Sahara reingelegt, um sie einfach zwischenzulagern, weil ich habe nicht so viel Taschenplatz und auf der Bank sieht es auch schlecht aus. Und jetzt habe ich sie wieder für einen guten Preis verkauft, also sprich für über 50 Gold pro Sprungfeder. Und die waren ja zeitweise mal auf unter 20 Gold runter. Also hier nochmal den Tipp, wenn ihr so Sachen farmt, wartet vielleicht ein bisschen, behaltet die so eine Woche, zwei, drei und schaut, wie sich Preise entwickeln. Dumpt nicht immer alles, was ihr habt, sofort ins AH rein. Damit macht man kein Gold. Also da mal ein bisschen die Preise beobachten. Ja, sonst ist hier nichts Interessantes dabei. Ich habe auch angefangen, jetzt hier dieses Geschirr zu verkaufen, was ein Lederer herstellen kann. Darüber kann man tatsächlich auch Gold machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder so ein rauer Harnisch und so ein Zeug. Ja gut, das war jetzt wahrscheinlich eher minder viel wert. Aber dieses Geschirr geht tatsächlich auch weg. Genau, das können wir jetzt mal rausholen. Die 142k. Und schau mal, was auf den anderen Seiten dann noch so alles an Gedönse drin ist. Ja, wir werden auf jeden Fall dann auch später einmal auf Blackmoor auch noch gehen. Wie gesagt, da habe ich ja diesen kleinen neuen Außenposten aufgemacht. Ich muss aber sagen, da habe ich sehr viel Gold erstmal investieren müssen. Ich glaube, ich habe 300-400k insgesamt investiert. Man muss ja natürlich die Berufe alle hochziehen. Man muss auch erstmal alle Waren einmal Grund herstellen und dann auch noch das Expulsum schaffen, was relativ aufwendig ist, nicht nur vom Gold her, sondern auch vom Zeitaufwand. Das müsst ihr immer so ein bisschen im Hintergrund behalten. So, hier haben wir nochmal 136k drin, das holen wir jetzt auch nochmal alles raus. Ja, viel Interessantes ist nicht dabei. Hier ein Welpling habe ich verkauft, keine Ahnung, für 140 Gold, weiß ich nicht, warum ich den jetzt mit dem verkauft habe, aber sonst ist das alles, sind es eigentlich alle sind es alles Items, die ich über Schmied und Lederer hergestellt habe. Eigentlich die 370er Rüstungsteile und Waffen. Und da kann ich sagen, Schmied ist einer der besseren Berufe oder einer der besten Berufe tatsächlich, um Gold zu machen, weil halt die Waffen einfach irrsinnig gut weggehen. Jetzt können wir hier mal gucken. Alleine damit haben wir jetzt schon 278.000 rausgeholt. Ist eigentlich eine ganz gute Woche. So an Gold für diese zwei Berufe. Jetzt haben wir hier nochmal 9 Mails. Mal schauen, was da noch drin ist. Vielleicht kommen wir sogar noch auf die 300k, wenn das jetzt teure Sachen sind. Eins muss ich dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es für alle Server gilt, aber für Antonidas auf jeden Fall und Blackmoor. Es sind die Preise von den Grundmats extrem angezogen. Teilweise habe ich vor einer Woche noch 8, 9, 10 Gold für einen Erz aus Nasjata und ein Kraut aus Nasjata gezahlt und die sind jetzt auf 30, 40 Gold hochgegangen. Und das merkst du halt, vor allem bei den billigeren Items, dass du dann kaum mehr in der Gewinnzone bist. Wir können jetzt auch mal reingucken. Moment, wie sich das hier ausgestaltet. Wenn wir jetzt hier gucken beim Sturmsilbererz, Minimumpreis wird hier angezeigt 5 Gold, also so viel ist es teilweise verkauft worden. Und der Normalpreis sind jetzt 45 Gold. Seht ihr diesen Sprung? Oder jetzt hier auch oben bei den Items beim Osmonit ist es ähnlich. Wir können jetzt einfach mal gucken, was es gerade kostet. Und da gehen natürlich dann die krassen Gewinnspannen, die ich vor einer Weile noch hatte, flöten. Wir sind immer noch im Plusbereich, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich hatte teilweise eine Gewinnspanne, da habe ich ein Item für 500 Gold hergestellt und für 10.000 verkauft, ne? Okay, es hat sich wieder ein bisschen normalisiert. Sie sind jetzt auf 20 Gold pro Stück. Es ist aber trotzdem mehr als das Doppelte, was es vorher gekostet hat. Ihr seht, das Zeug war teilweise bei 5 Gold unten. Ne? Ich habe es meistens so zwischen 6 und 10 Gold gekauft. Jetzt ist es bei 20. Geht wieder. Wie gesagt, es war teilweise über 40. Ihr seht, hier haben wir noch die Preise 43. Da hat jemand einen Marktreset gemacht. Und ja, da gehen dir halt die Gewinnspannen dann schon ein bisschen enger zu. Okay, und ähnliches war auch beim Leder. Und zwar können wir hier auch nochmal einmal reinschauen. Seht ihr, da schrumpfen die Gewinnspannen schon richtig. Hier bei den Handgelenken, hier dem Zeug, da ist schon nicht mehr so viel zu holen. Seht ihr, Sedimentleder, 36 Gold pro Stück. Ich habe da letztens, seht ihr, das Minimalpreis ist immer noch bei 8 Gold, was es anzeigt. Und hier, der Normalpreis, das ist immer so ein paar Tage versetzt. So der Durchschnitt ist bei 66 Gold. Also das war schon mal fast nochmal doppelt so teuer. Jetzt die letzten Tage ist es jetzt wieder ein bisschen runtergegangen. Aber da merkt man, da ist irgendwer hingegangen und hat einen krassen Marktreset reingehauen. Und da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Es kann
sein, dass ihr, wenn ihr da blind einfach nur immer Zeug weiter einkauft, dass ihr da tatsächlich einen Haufen Verlust einfahrt. Also deswegen immer nur gucken, dann Mats einzukaufen, wenn sie auch günstig sind. Sonst macht ihr einen Haufen Verlust und das ist auch nicht wirklich schön. So, jetzt schauen wir bei dem ersten Char auf dem zweiten Account mal rein. Und zwar ist das mein Char, der Krempel verkauft. Und da hatte ich ja letzte Woche noch relativ gut was rausgezogen und die Woche ist da nicht viel dabei. Ihr seht, das sind 33k. Hört sich jetzt nicht nach schlechtem Gold an. Es ist ein Haufen klein. Also mit dem Char verkaufe ich den ganzen Mist, den ich halt ansammle und schicke den halt rüber. Ne? Wir holen das jetzt mal raus. Das sind jetzt hier Lenden, irgendwelche Schnapper-Pets, irgendein Transmog für 15k. Das macht noch die Hälfte von dem Zeug aus. Irgendwelche kleinen Pets für 4, 5k. Also das ist ziemlich viel Mist, was ich hier drin habe. Das Problematische, was ich hier habe, mit dem habe ich 200, 300 Items im AH. Und die jeden Tag wieder komplett neu reinzustellen, kostet mich teilweise zwischen 2 und 5k den kompletten Mist reinzustellen. Ich habe schon ein bisschen ausgemistet, das ist jetzt weniger, es sind jetzt immer so 2, 3k noch. Vorher waren es halt, wie gesagt, bis zu 5, 6k hoch. Und da sind 33k die Woche ziemlich wenig, was ich verdiene. Wir können jetzt nämlich hier einmal reinschauen. Das sind die Items, ich habe 366 Items drin. Und da sich das Zeug so schlecht verkauft, habe ich wahrscheinlich. War das jetzt eine Nullnummer? Wenn ihr jetzt rechnet, 7 Tage, wir sagen jetzt im Schnitt sind es 3K, dann sind es 21.000 Gold, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, was ich an Kosten habe. Also 7.000, 14, ein, doch 21K. Also habe ich jetzt nur wenig Gewinn gemacht. Da fressen dich bei dem Transmog-Sachen, fressen dich tatsächlich die Einstellgebühren auf. Deswegen rate ich jedem davon ab, ins Transmog-Business einzusteigen. Das lohnt sich nicht. Ich verkaufe das Zeug nur, weil es Nebenprodukt ist. Ich würde keinem raten, dass er Transmog farmt. Man kann da sicher Gold machen. Man muss immer diese Einstellkosten mitberechnen. Und bei jedem Einstellen habe ich halt bei so vielen Items so einen enormen Kostenpunkt, dass das halt keine Geschichte ist, wo man vor allem nicht schnell und nicht gut Gold macht, meine Ansicht. Das mögen andere anders sehen, aber Transmog kann ich echt nur jedem abraten von. Also ich habe gesehen, ich habe ja Masse drin, ne? Das sind 400 Items oder so, die ich da fast drin habe. So, dann loggen wir hier mal weiter. Jetzt bin ich mit dem einen dann auch eingeloggt und zwar ist das auf dem ersten Account quasi mein Bunker-Char, wo ich jetzt das Gold zwischenlager, weil auf dem anderen ist es jetzt ein bisschen zu viel. Ich bin dann immer am Cappen, dann kannst du kein Gold mehr nehmen, das ist nervig. Ja. Jetzt können wir hier auch gleich mal gucken. Ich habe ja vor ein, 2 Wochen war ja diese Geschichte mit dem Eisenerz, wo ich das große Gold gerochen habe. Ich habe jetzt hier noch ein paar verkauft für relativ wenig und das Thorium, ich werde es nicht los. Ja. Das mit dem Thorium war eine Fehlinvestition. Und sowas gibt es auch. Ja. Da habe ich gemeint, ich kaufe mir das im AH zusammen. Ich habe die Erze zusammengekauft, dachte mir, ich mache das große Gold. Baue sie zu Barren und haue sie in Haar rein. Ja, Pustekuchen. Ich bleibe auf den ganzen Scheiß sitzen. Das will keiner kaufen. Gut, das war jetzt nicht, ne, das war jetzt hier nicht kein Unternehmen, was mir hier hunderttausende Gold gekostet hat. Ich habe die, glaube ich, die ein Erz für 1, 2 Gold eingekauft. Also, wenn ich das jetzt nicht verkaufe, dann habe ich vielleicht einen Verlust von 5.000, 6.000 Gold gemacht. Ne? Okay, so what? Das ist jetzt nicht riesig. Vielleicht 10k, lass es sein. Aber das ist jetzt nicht das große Gold. Nee, das war nicht mal so viel. Schau mal, alleine die Stack-Barren ist einer bei 8.800, bei 888 Gold. Also, das sind vielleicht 6k Gold, ja, was ich da jetzt, nee, nicht mal 5k Gold, was ich jetzt in den Barrenwert habe und die Erze war noch günstig. Also, ja, egal. Ich habe das große Gold gerochen, es war eine Nullnummer. Das Erz habe ich, also das Eisenerz habe ich verkauft. Vielleicht kann ich das über den Laufe der Zeit irgendwann mal loswerden, aber das war jetzt nichts. Wir können jetzt eigentlich den Goldbetrag nachher schon eintragen, ne? Weil auf dem Main-Account mache ich ja wirklich nur hier was, dann mache ich mit den anderen Chars nichts. Aber jetzt gucken wir mal hier erstmal noch bei meinem im Schneider und VZ-Char auf Antonidas. Und da habe ich auch wieder ein bisschen was verkauft. Und zwar, ja, hauptsächlich Schneider-Items und, wie ihr seht, ziemlich viele Stacks von den VZ-Sachen. Und zwar mache ich ja mit dem den Shuffle für Expulsum. Und, achso, da kann ich Ihnen halt auch noch was zeigen. Wir loggen jetzt hier noch mal um auf Main dann, derweil, nebenbei. Mache ich ja mal den Shuffle mit Expulsum. Und dementsprechend kriege ich ja auch einen Haufen von diesen blauen Items raus. Da habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Und da shuffle ich halt auch sehr, sehr viele von den Splittern. Und teilweise mache ich tatsächlich auch mein Gold über die Raw Mats, weil auf Antonidas, wenn wir jetzt mal bei VZ reinschauen, ihr seht, das ist alles rot. Ja? Also da ein, zwei Sachen sind grün, aber das sind zu geringe Gewinnspannen. Das ist dann am nächsten Tag schon wieder im Minusbereich. Das lohnt sich nicht, VZ herzustellen. Und das liegt zum einen an Antonidas, weil der Server halt VZ-technisch gesättigt ist und zum anderen, weil ich hier den Dreier
Rang nicht habe. Das sieht auf Blackmoor wieder anders aus, da habe ich den 3er Rang und da ist es vom Server auch tatsächlich ein bisschen besser. Jetzt würde ich sagen, ja, das können wir schon mal ausräumen einmal. Das sind jetzt die ganzen Sachen. Und vieles davon sind tatsächlich diese blauen Splitter, ne? Das sind ja Tausende, die ich da mittlerweile verkaufe, weil ich so viele von den Handgelenken klein mache. Und da kommt dann unterm Strich tatsächlich auch wieder ganz gut Gold rein. Also allein durch das Shuffeln mache ich tatsächlich auch ganz gut Kohle. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen, ja, 119k, acht Dinger sind noch drin. Naja, jetzt loggen wir erstmal hier wieder ein mit dem Ding. Holen die letzten auch noch kurz raus. Und bei dem ist es halt immer so, der kommt nicht wirklich hoch mit Gold, weil ich halt ihr für alle Chars ständig die Leinen einkaufe und die kosten nicht viel, ne? Also so ein Stack von den Leinen ist nicht sonderlich teuer. Ich habe halt im Schnitt kaufe ich einen Stoff für 2 Gold, heißt ein Stack für 400, aber ich kaufe halt dann nicht ein paar hundert, sondern letztens habe ich halt 20.000 Stoff gekauft, ne? Und dann summiert sich das natürlich schon auf. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen was drin, die Kämpfersachen. Ihr seht, die Schneidersachen, die sind tatsächlich relativ niedrigpreisig. Das einzige Gute ist, dass sich da die Mattpreise nicht sonderlich erhöht haben, weil Stoffe halt alle kriegen, ne? Und da kannst du den Markt nicht so gut resetten. Aber ihr seht, da sind auch die Gewinnspannen relativ niedrig und vor allem bei den Handgelenken, die benutzen halt die meisten zum Skillen, bin ich sogar im Minusbereich. Also da wird es sich tatsächlich nicht mehr rentieren, die großartig herzustellen. Ja, dann sind wir mit dem Char auch wieder durch. Der hat jetzt Plus gemacht, 126. Das ist in Ordnung, das ist kein Riesensprung, aber ist okay. Ja. Dann gehen wir jetzt auf meinen Hunter. Das ist quasi mein Juve und Inji-Char. Bis wir da eingeloggt sind, können wir hier einmal was gucken. Ich war nämlich fleißig. Vielleicht sieht man es jetzt. Halt, ich muss es ein bisschen rüberziehen. Hier unten seht ihr, also meine Bank ist unaufgeräumt, ich weiß es. Ich habe mir ein bisschen Expulsum geschaffelt. Und zwar seht ihr, ich habe hier 527 Expulsum. Und warum habe ich so viel geschaffelt? Erstmal, weil jetzt relativ gut Zeit ist. Nebenbei poste ich ja immer für meine Geschichten, dass ich Sachen booste, ne? Und was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Und dann stehe ich ja eigentlich bloß sinnlos hier rum in Borados und dann shuffle ich halt Expulsum. Und das Expulsum brauche ich ja für die Items, die ich jetzt mit Schmied und Lederer herstelle. Und die werde ich aber auch noch mit dem nächsten Patch brauchen, also mit 8.3. Und ich habe jetzt eigentlich vor, mit allen Chars, die ich habe, wo ich Sachen crafte, vor 8.3 auf 1000 Expulsum zu kommen. Mit 8.3 kommen ja die ganzen Items, die es jetzt auch schon gibt, quasi einmal nochmal rein, aber für 30 Item-Level mehr. Also heißt auf 400er Item-Level und da brauchst du die komplett gleichen Mats und halt auch Expulsum. Und das Expulsum kann ich jetzt halt schon mal schaffen, wo ich Zeit habe. Und mit 8.3 habe ich halt viele andere Sachen zu tun und dann habe ich das Zeug halt schon und kann halt einfach gemütlich nebenbei immer das Zeug direkt craften und brauche nicht mehr shuffeln, weil das Shuffeln, das kostet Zeit, ne? Also für diese 500 Dinger müsst ihr rechnen, du kriegst etwa ein Expulsum aus 10 Sachen, die du klein machst, raus. Ja? Heißt, ich muss halt, also so im Schnitt würde ich jetzt mal sagen, ja? Oder waren es 20? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, waren es 10 oder 20? Ich glaube 10 waren es. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Rechnen wir mal mit 10, ja? Dann sind aus dem 5, ne? 5000 Armschienen muss ich klein machen. Und wenn wir jetzt wiederum rechnen, für eine Armschiene brauchen wir 50 von den. Braucht man 10 von den Stoffen, ne? Dann sind es 50.000 Stoffe, die ich da verwurschtet habe, und für diese 500 Expulsum. Also da wisst ihr, da geht schon einiges drauf an Stoffen. Ja, jetzt schauen wir mal hier einmal den Char rein, der hier Juve und Inji hat. Und da die Preise so angezogen haben, ist das eine ziemliche Nullnummer, weil da die Gewinnspannen eh schon relativ klein waren. Und hier sehen wir, haben wir die Ringe. Und ich habe die Woche keine Ringe hergestellt, weil teilweise die Ringe nur knapp 1000 Gold, teilweise 800, 900 Gold nur wert waren. Und dadurch, dass das Erz teilweise so teuer war, waren die Gewinnspannen zu klein und ich habe es einfach gelassen. Deswegen habe ich auch kaum Waren im Auktionshaus. Seht, das ist alles, was ich drin habe. Ringe sind alle raus, ein paar Flinten habe ich noch drin und dementsprechend habe ich auch so gut wie keinen Gewinn gemacht. Ich habe sogar auch noch mal richtig verkackt, weil ich mein Addon falsch eingestellt hatte, mein Sturmsilbererz rausverkauft habe und irgendwie hat es mir hier ein Stack von 50 für jeweils 6 Silber reingestellt. Das war innerhalb von einer Millisekunde weg, also da sind Leute mit dem Snipen so schnell. Das schmerzt, ne? Das sind jetzt auch wieder keine großen Summen, aber ihr könnt rechnen, das sind halt auch schon wieder, ja, 4.000, 5.000 Gold, die da quasi
verkackt worden sind. Aber egal, ja, das sind immer noch vertretbare Summen, sagen wir es mal so. Es ist ärgerlich, klar. Ich habe quasi da jemanden Zeug rausgeschenkt, ja, aber ja, man muss einfach aufpassen, was man verkauft, wie man seine Add-ons einstellt. Das ist halt auch so ein bisschen Lehrgeld, das man manchmal zahlt. Nichtsdestotrotz, obwohl wir verkackt haben, haben wir auch hier 47k gemacht. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Aber besser als nichts. So, und jetzt kommt der Char, wo hoffentlich ein bisschen was rumkommt. Und zwar mein Alchi, was vergessen kannst, wo ich gar nichts mache mittlerweile, weil das echt tot ist, aber Inschriftenkundler, und da geht was. Ich sag's euch, Inschriftenkundler ist eine gute Sache, aber auch die Kräuter haben angezogen und auch da bin ich im Moment ein bisschen quasi mit dem Fuß vom Gas gegangen, tatsächlich. Weil, ja, die Trinkets sind teilweise bei 2,5, die niedrigsten, und die Mattkosten sind auch sowas um in Dreh rum. Heißt, das geht knapp nur in die Gewinnzone. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, was man craftet. Wenn wir jetzt hier einmal schauen, jetzt werden wir hier wieder große Gewinne angezeigt. Da muss man aber ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich auch ein bisschen verglichen. Teilweise wird es nicht richtig berechnet. Mir zeigt das nämlich hier an, Herstellkosten, also die Herstellkosten werden hier angezeigt von 737 Gold. Das ist veraltet, das war von der Woche, waren das die Kosten. Und der Gewinn ist jetzt hier zum Beispiel bei 2700 Gold. Es ist aber schlichtweg falsch. Die Herstellkosten sind teurer. Allein diese gefrorene Tinte, ihr seht, die Tinte ist im Moment bei 50 Gold pro Stück, ne? Und wir brauchen 45 von der Tinte. Ja? Natürlich kann man die klein malen, aber wenn wir da jetzt mal nachrechnen, 50 Gold mal 45, dann sind wir da alleine schon mal bei 2250, ne? Und wir können das Ding hier absetzen für, was er mir jetzt sagt, 2, 3. Okay, da wären wir immer noch in der Gewinnzone. Die anderen Sachen sind tatsächlich nicht so teuer. Teilweise war das Trinket aber unten auf 2500, 2600, und da wird es halt schon kritisch. Und irgendwie dauern die Herstellkosten, bis sich die aktualisieren, zu lange. Deswegen muss man da immer auch mal wieder ein bisschen nachprüfen. Ich habe auch schon ein bisschen versucht, ein paar Sachen abzuwandeln. Und zwar kann man bei TSM, kann man gewisse Daten ändern. Und da habe ich jetzt auch schon ein bisschen, jetzt geh weg, habe ich auch schon ein bisschen rumprobiert, tatsächlich. Ja, wenn ich jetzt TSM finden würde, hier, du kannst die, ich hoffe, ich finde es jetzt auf die Schnelle, du kannst quasi herstellen, du kannst hier die Source ändern. Glaube, so war es, oder? Muss ich. Du kannst quasi das ein bisschen, also jetzt nehme ich den Average-Preis und nicht den Minimalpreis. Das Problem ist, der Minimalpreis setzt sich aus den Werten von den letzten paar Wochen zusammen und nicht aus dem aktuellen Preis. Und hier nehme ich den quasi Average, also quasi den durchschnittlichen, den Normalpreis, nehme ich davon. Und ihr seht, dasselbe Item, was wir, ach, wo ist es denn? Hier, dieselben Items, die wir uns angezeigt lassen haben, die gerade noch bei 2000 irgendwas Gold plus waren, sind jetzt teilweise nur noch knapp im Plus mit 100 oder 600 Gold. Also da ist eine gewisse Differenz drin. Das Problem ist, auch diesen Preis kannst du nicht so wirklich hernehmen. Was ich auch schon geguckt habe, dass ich DB Market nehme. Das ist einfach der Marktwert von den Items, die quasi hier aufgezeigt werden. Wenn wir jetzt den hier nehmen, ne? Jetzt können wir mal gucken. Eigentlich müsste sich das jetzt nochmal ändern. Okay, hat sich jetzt irgendwie nicht. Ah, doch, schau mal, jetzt klicken wir nochmal rein. Jetzt haben sich die Preise auch wieder geändert. Jetzt sind wir hier im Minusbereich. Jetzt nimmt er mit DB Market, nimmt er halt nur den Preis, den diese Waren hier wirklich direkt, wenn man sie kauft, wert sind. Das Problem ist, Tinten kann man umforschen. Wenn wir das nämlich jetzt hier zurückgehen, diese Convert-Sachen, die wollen wir eigentlich mit einbeziehen. Das Problem, was nicht geht, wenn ich jetzt hier einfach das wegnehme und sage, ich will den DB Market, den Crafting, den Vendoring-Preis und den Convert-Preis nehmen, das nimmt er mir nicht. Ich muss immer quasi hier, wenn ich alle einbeziehen will, sagen, will ich den Min-Preis, den Durchschnittspreis oder den Max-Preis. Und das sind halt immer Werte, die über
über einen gewissen Zeitraum erhoben werden und nicht auf den aktuellen Zeitraum spiegeln, so wie es ich im Moment verstanden habe. Und das ist ein bisschen das Problem an der Geschichte, dass man da das nicht, also dass ich zumindest nicht weiß, was ich da eintragen muss, dass ich genau das rausfinde, was der aktuelle Preis ist, weil das halt teilweise schwankend ist. Und so wie es gerade schwankt, dass dann auf einmal die Preise jetzt auf Antonidas das 4-5-fache sind, muss man halt im Hinterkopf behalten und mit einbeziehen. Weil sonst, wenn ich jetzt das herstellen würde, würde ich mit jedem Item sogar Minus machen. Also da muss man ein bisschen gucken. Und da habe ich jetzt dann auch angefangen hier die Kräuter zu vergleichen. Und zwar hier, das ist ja die Geschichte, wo man Shinashari-Zeug ist quasi das, wo man die gefrorene Tinte rauskriegt, um hier so ein bisschen zu gucken. Okay, jetzt ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Jetzt zahlen wir nur noch 4000 Gold für ein Stack. Das geht tatsächlich. Ich habe die letzten Tage 5.000 bis 6.000 Gold für ein Stack gezahlt und habe dann tatsächlich nur noch das Minimum im AH gehabt. Weil ihr müsst, ich habe mir das nämlich ein bisschen ausgerechnet, was man durchschnittlich so ein bisschen rauskriegt. Und zwar, aus einem Stack von 200 kriegt man etwa 110 von den Tränken raus. Ne? Und das war jetzt die Tage, war das Kraut bei 5.000 im Schnitt, ein bisschen über 5.000, 5.500, dann kriege ich quasi aus einem Stack 110 raus, heißt, ich zahle 5.500 und kann mir gerade so zwei Trinkets herstellen. Jetzt war aber so ein Trinket bei 2.500 heißt, oder knapp 2.500 heißt, ich stelle mir aus den zwei Dingen, die ich herstelle, habe ich 5.000, dann komme ich gerade so auf den Mattpreis und mache halt keinen Gewinn, sogar ein bisschen Verlust. Deswegen muss man da immer ein bisschen gucken. Also diese Preisquellen darf man auch anzweifeln. Das wollte ich bloß damit demonstrieren, weil da halt ziemlich viele Mechaniken hinterstecken und wenn das immer über einen längeren Zeitraum das beobachtet, ist immer ein bisschen schwierig. Und da muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwo eine andere Quelle finde, die man nehmen kann, die vielleicht ein bisschen akkurater ist. Aber da kenne ich mich, muss ich ehrlich sagen, zu wenig noch auf. Da muss ich mich jetzt die Tage noch ein bisschen genauer informieren. Das bloß so als kleiner Exkurs, das mir jetzt aufgefallen ist. Und ja, genau. Also wie gesagt, da fuchse ich mich die Tage noch ein bisschen genauer rein. Egal. Wir haben trotzdem einen Haufen Gewinn gemacht. Ihr seht, ich habe 92 Auktionen. Und ja, jetzt werden wir mal das ganze Zeug öffnen. Ich habe jetzt auch angefangen, hier mehr von den Kriegsrollen herzustellen. Da braucht man nämlich nicht diese Mats aus Nasjatar, sondern die älteren. Und die waren noch günstiger. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen mehr hergestellt. Jetzt machen wir das mal alles auf und schauen mal, was wir da noch so drin haben. Und klar, wenn ihr die Dings, also die Trinkets für 7.000, 8.000 verkauft, dann macht ihr natürlich trotzdem einen großen Gewinn. Ne? Bloß wenn das Problem ist, die Kräuter sind relativ teuer und die Trinkets relativ günstig, dann wird es halt ein Problem. Ne? Wenn ihr für ein Stack Kraut halt 5.000 Gold zahlt und ein Trinket nur für unter 3.000 verkaufen könnt, dann seid ihr kaum in der Gewinnspanne. Das ist das Problem. Deswegen, ja, wenn die Kräuter 5.000 kosten, Stack, aber das Trinket trotzdem 8.000 Gold wert ist, dann juckt es halt auch nicht, dann macht ihr trotzdem gutes Gold. Da muss man halt immer ein bisschen gucken, wie die Relation da ist. So, was haben wir hier drin? Auch nochmal 134.000, das kann sie sehen lassen. Ich glaube, ich war letzte Woche, seht ihr, da habe ich jetzt hier Kompendium für 9.500, 3.000, da eins für 2.800, also die schwanken ziemlich tatsächlich. Hier wieder eins für 9.000, ne? Also, wenn ihr die natürlich so viel verkauft, alles kein Stress. Bloß wenn die halt so weit runter schwanken, muss man halt echt aufpassen. Genau, okay. Jetzt sind wir hier bei 789.000. Ich glaube, das letzte Mal war ich bei 600.000. Jetzt waren wir dann runter mit also ich muss hier immer wieder Mats einkaufen auf 520 und jetzt wieder hoch auf 789. Also wir haben trotzdem einen Haufen Gewinn gemacht, ne? 250.000, also eine Viertelmillion wieder verdient. Das kann sich sehen lassen, definitiv. Wie gesagt, ich sag Inschriftenkundler ist halt mit Abstand einfach das Beste, wo du Gold machst. Das sind diese Trinkets, die ziehen einfach. So, jetzt gucken wir mal noch auf ein paar anderen Servern. Und zwar machen wir einen Abstecher einmal auf Lothar. Da geht es jetzt tatsächlich einmal nicht um Berufe, da will ich euch noch was zeigen. Und zwar bin ich ja auf Lothar so ein bisschen, ja, am Spekulieren. Da habe ich ja mir so ein bisschen dieses Gelee eingekauft, wieder ein bisschen teurer verkauft, was heißt ein bisschen teurer, um einiges teurer verkauft und bin immer so die geringe Menge am quasi am Spekulieren, ein bisschen was einkaufen, ein bisschen was verkaufen. Und da habe ich ja auch die letzten Male auch schon ein bisschen Gold gemacht. Auch die Woche habe ich wieder ein bisschen was reingeholt.
Und ja, da gucken wir jetzt einfach mal rein. Ich bin auch noch dran, das Flappy Pad hier zu verkaufen. Ich hatte das ja auf, auf Antonidas habe ich es, glaube ich, für 80.000 gekauft. Und hier versuche ich es halt für, warte, wir können mal gucken hier. Flappy. Shit, der hat mich wieder unterboten. Und hier versuche ich es halt für über 200k zu kaufen. Ne? Ich habe bloß einen Konkurrenten, wie ihr da seht. Und da muss ich immer wieder gucken, dass ich da den versuche, möglichst wieder zu unterbieten. Jetzt können wir hier auch mal gucken. Ihr seht, ich habe hier ein Gilet für, also wir können mal reinschauen, ich habe es halt für 5000 Gold 10 Gilet verkauft. Ne? Wenn wir jetzt einmal reingucken. Gilet. Im Normalfall auf den meisten Servern ist ein grünes Gilet so für, ja, irgendwas zwischen 50 und 100 Gold drin. Ja? Das ist auch hier so, dass immer ein paar drin sind, aber nicht sonderlich viele. Und ich kaufe mir oft die ganzen günstigen auf und hau die einfach hier für 500 Gold ein Gilet rein. Und es ist tatsächlich so, wenn ich immer viel aufkaufe, dass ab und an immer ein paar Leute das Teure kaufen. Und das ist nicht viel, aber ihr seht hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks, wo ich 10 Gilet für 5000 Gold verkaufe, halt minus die Auktionsgebühren. Und ihr müsst rechnen, normalerweise sind die ein Zehntel davon wert. Also damit mache ich tatsächlich auch ganz gut Gewinn. Es verkauft sich halt immer nur relativ langsam und ich habe jetzt relativ viel Gilet schon angesammelt. Aber wenn ich irgendwann zu viel habe, kann ich auch theoretisch das komplette Mount verkaufen und krieg's dann halt auch los. Vielleicht dann nicht für 5000 pro, aber so über die Zeit, ne, geht es. Das funktioniert aber tatsächlich nur auf so leeren Servern wie Lothar. Auf einem vollen Server würde ich mit der Strategie quasi kein Gold machen. Mit Sicherheit nicht. Genau, das wollte ich euch jetzt hier bloß zeigen. Jetzt gucken wir mal. Jetzt sind wir hier auch bei 700k. Warte, schauen wir mal, was wir jetzt haben. Ah ja, schau mal, jetzt sind wir wieder auch auf dem Server im Plusbereich. Jetzt gehen wir noch auf das Letzte, was ich machen wollte. Und zwar einmal also hier auf Erida, Equin und so bin ich auch ein bisschen was am Basteln. Aber das ist so marginal, das lohnt sich nicht, das zu zeigen. Da werden wir jetzt gar nicht reingehen. Wir gehen jetzt mal die drei noch durch. Das sind die Chars, wo ich noch ein bisschen was crafte, die ich neu gebastelt habe. Und dabei, wenn ich hier einlogge, können wir schon mal die Mengen eintragen. Also ich bin jetzt hier bei 14.951. Tragen wir das gleich mal ein. Oder ne, 14.951. Alleine mit dem wären wir schon im Plusbereich. Seht ihr das? Wären wir schon mal 43, ohne dass ich den zweiten Server eingetragen habe, wären wir schon 43 im Plusbereich. Aber ich denke mal, wir haben so gute 2 Millionen wieder Plus gemacht, wenn nicht sogar 3. Also das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Da kann man jetzt nichts sagen. So, jetzt einmal hier noch auf Blackmore, das ist mein erster Char. Ich habe übrigens mit dem hier mein Trinket blöderweise verkauft, was nie so gut ist, ja. Jetzt muss ich wieder irgendwie gucken, dass ich mein Trinket herkriege. Mit dem werde ich nichts im Postkasten haben. Ich bin jetzt trotzdem mal eingeloggt, weil mit dem verkaufe ich halt nur allen möglichen Krempel und da musste ich ausleeren und deswegen habe ich jetzt hier nichts drin, was ich euch zeigen kann. Was ich mit dem verkaufe, sind VZ-Rollen, wie ihr seht. Und ich verkaufe auch diese Ingi-Flinten, wobei die halt und die Zauberstäbe, was man über VZ herstellen kann. Wobei, das sind halt zwei Berufe, wo nicht so viel geht. Aber, was ich euch zeigen wollte, ihr seht, hier habe ich die Dreier-Essenz und hier habe ich tatsächlich eine kleine Gewinnspanne, die ich machen kann. Dennoch sage ich, VZ lohnt sich nicht. Ihr seht, hier sind es mal 70 Gold, 100 Gold, 2 Gold, 90 Gold. Bei denen habe ich auch über das Dreier-Rezept, da würde ich überall Minus machen. Ja? Also VZ und vor allem. Preise schwanken. Wenn ihr nur eine Gewinnspanne von 100 Gold habt, das kann in 20 Minuten sein, dass ihr Minus macht mit dem Zeug. Also, das sind zu risky Sachen, dass es sich lohnt, Zeit zu investieren. Ja, also, ich habe ein paar Sachen hergestellt. Da hatte ich mal hier 200-300 Gold Gewinnspanne. Jetzt ist es schon wieder zu weit runter. Nicht so gut. Das Einzige, was sich vielleicht ein bisschen lohnt, ist die Zauber. Ja, aber auch so, schau mal, der Zauberstab ist halt bei 400 Gold. Das ist halt so wenig. Und die Ingi-Flinten, da sieht es halt ähnlich aus. Ne? Hier Waffe, 500 Gold Gewinnspanne, auch nicht so geil. Ja, ich habe jetzt hier noch ewig viele Zauberstäbe, die hauten mir gar nicht ins Aha rein, weil ich einfach, weil er schon merkt, dass der Aha-Preis zu niedrig ist, dass sich's nicht rentiert, das zu verkaufen. Aber bloß, dass ihr mal seht, auch auf anderen Servern ist es so, Ingi und VZ,
ist tatsächlich nicht so geil. Ich hab's zwar jetzt hier, aber ich hab das auch nur oben, weil das halt damals der Char ist, wo ich geradet habe und dementsprechend die Sachen auch aktiv gebastelt habe. Ne? Und deswegen hat er auch den Ruf für die einzelnen Rezepte. Was ich aber noch mit dem Char habe, ist dieser Mecha-Mogul, der Kopf aus Riesenflöz quasi, den verkaufe ich ab und an noch, ist aber auch eine zähe Geschichte. Und darum ist es wiederum schlecht, dass ich mein Trinket verkauft habe, weil mit dem muss ich tatsächlich aktiv die 5-Mann-Instanz spielen, um halt diesen Mecha-Mogul farmen zu können. Und das ist ein bisschen blöd, ja. Also da muss ich jetzt mal gucken, dass ich über diese Gegenstandswiederherstellung vielleicht mal wieder an mein Item komme. Und da muss ich jetzt mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, sonst muss ich mal ein anderes farmen. So, dann habe ich jetzt hier meinen Char, den ich jetzt vor ein, zwei Tagen hochgezogen habe. Und den hatte ich schon länger auf 120, aber die Berufe hatte ich nicht oben, ne? Und mit dem habe ich jetzt quasi zwei Berufe hochgezogen. Einmal Schneider. Ihr seht, da sind die Gewinnspannen schon ganz ordentlich, ne? Also es ist jetzt nicht die Welt, aber mal, also zwischen 1000 und 3000 Gold ein Item ist nett. Außerdem brauche ich den zum Shuffeln, um die grünen Items herzustellen, um Expulsum zu kriegen. Ihr seht hier, die haben schon recht ordentlich Expulsum, die Chars, über 100 beide. Und der hat auch einiges Aha, ne? Also können wir mal reingucken. Das sind die ganzen Items, die er im Aha hat. Also da ist Warenwert da, wenn wir jetzt mal schauen. Man kann ja hier immer den Warenwert gucken. Ich habe einen Warenwert von 800.000 im Auktionshaus. Ich habe für alle drei Chars habe ich jetzt 300k etwa investiert, dass ich die Berufe hochziehe, dass ich die ganzen Items herstelle und so. Also da ist schon einiges, was ich investiert habe, aber ich habe auch viele Items. Und der hat nicht nur Schneider, sondern mit dem habe ich auch Inschriftler gebastelt und baue halt hier auch die Trinkets. Und ihr seht, hier sind die Gewinnspannen auch gut, zwischen 2000 und 9000 Gold. Auch hier, wie gesagt, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil er dir hier anzeigt, dass die Herstellkosten nur 600-700 Gold sind. Das ist nicht richtig. Auch hier sind die Kräuterpreise höher, aber trotzdem hat man hier ganz gute Gewinnspannen. So, jetzt gucken wir mal in den Postkasten rein. Und zwar, obwohl ich den erst seit ein paar Tagen laufen habe, ne, der läuft jetzt nicht die ganze Woche, den habe ich jetzt erst im Laufe der Woche hochgezogen, hat der schon über 50 Mails verkauft. Und 151.000 drin. Das ist nur so hoch, weil der einfach Inschriftenkunde hat. Und das ist der Beruf, wo ihr Gold macht, tatsächlich. Es sind hier sicher auch ein paar Schneidersachen. Zwischendrin seht ihr hier, das sind diese Schneidergedöns. Aber es ist halt auch vieles, diese Bücher, was ich verkaufen kann, die ich blöderweise beim Main vorhin auch verkauft habe. Und sehr vieles halt diese Trinkets. Die ziehen halt einfach. Die gehen weg wie warme Semmeln. Und da haben wir einfach 151.000 wieder reingeholt. Das ist, denke ich mal, eine schicke Angelegenheit. Die holen wir jetzt einmal raus. Und ja, sobald wir das gemacht haben, ich glaube, ein oder zwei Mail-Dingen müssen wir noch mal kurz warten. Dann können wir noch auf meinen letzten Char gehen, wo ich dann noch Schmied und Lederer gebastelt habe. Den habe ich aber, glaube ich, wirklich erst gestern fertig gemacht. Also der dürfte noch fast gar nichts drin haben. Und vor allem habe ich es bei dem auch verkackt und das Gold versehentlich so rausgeholt, weil das muss ich immer einstellen, dass ich das Gold immer drin lasse. Das ist immer ein bisschen blöd. Aber hier auch schon wieder 157k. Das ist doch mal nicht schlecht. Jetzt kommen wir hier auf dem Server wieder an ein bisschen Gold. Die brauche ich auch, um wieder Mats kaufen zu können, um weiter Expulsum zu schaffen. So, jetzt letzter Char. Wir neigen uns zum Ende an der Stelle. Und zwar, wie gesagt, Schmied und Lederer. Was ich nicht auf Blackmoor im Moment habe, ist Juwe. Aber da habt ihr gesehen, die Ringe, das ist halt, naja, das ist nicht die große Goldgrube. Das habe ich nicht. Die Berufe zum Sammeln, also Bergbau und Kräuterkunde, das mache ich auch nicht. Das lohnt den Zeitaufwand nicht. Was habe ich sonst nicht? Inji habe ich. Alchi habe ich auch nicht. Aber Alchi, da brauchst du auch die Rang 3er Rezepte, da brauchst du wieder Ruf beziehungsweise bestimmte World Quests, das lohnt sich halt auch nicht. Deswegen habe ich mir die nicht geholt. Und ja, mir gehen dann auch die Chars auf. Ne? Ich musste den hier eben hochboosten. So, was haben wir hier drin? Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber immerhin haben wir 25k einmal eingenommen. Und das können wir jetzt einmal rausholen. Das sind halt jetzt verschiedene Items von Schmied und Lederer. Wie gesagt, den habe ich halt gestern erst soweit fertig gemacht. Den Char. Auch hier haben wir einiges an Warenwert im Auktionshaus. Ihr seht, 628k. Und das sind halt alles mögliche an Schmied und Leder-Items. Ich denke mal, ich werde da über die nächste Zeit auch einiges hoffentlich noch verkaufen. Hier seht ihr, ich habe einen Haufen Items, die ich zum Skillen benutzt habe, noch im Inventar. Da muss ich jetzt mal noch überlegen, ob ich, ja, ob ich die
in Zauber oder ob ich die versuche mal hart zu verkaufen, weil das sind halt 310er Sachen. Ne? Ich weiß nicht, ob die weggehen. Und Expulsum habe ich auch schon vorgesorgt, haben wir auch nochmal 157. Also da geht einiges. Hier wird alle Items einmal drin und ein Haufen Expulsum. Also da kann ich jetzt jederzeit nachcraften. Der ist für die Zukunft gut aufgestellt. Und auch hier können wir jetzt mal mit den Preisen nochmal einmal gucken, dass ihr seht, auf anderen Servern sieht es nicht anders aus. Auch hier ist es so, dass wir mit Schmied relativ gut im Plusbereich liegen. Und hier unten bei den Waffen erst recht, das ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja. Und Lederer ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ja, Lederer ist ein bisschen weniger. Also da geht auf Antonidas geht tatsächlich mehr als auf Blackmoor mit Leder. Ich glaube, die Kettenrüstung, ja, die Kettenrüstung ist besser. Ne? Da sind wir hier bei 2.000, 3.000 Gold. Da sind einfach die Mats günstiger. Leder ist tatsächlich teurer, aber Kettenzeug verkauft sich halt langsamer als Ledersachen, weil Kettenträger gibt es halt nicht so viel wie Lederträger. Ne? Fast in jeder Gruppe hast du irgendwo einen Druid, einen Rogue drin, einen Monk. Da ist mit Schamane und Hunter halt ein bisschen weniger gemacht. Gut, ja. Das war's soweit. Jetzt würde ich sagen, gucken wir noch, was wir an Gold jetzt auf dem zweiten Account haben. Wir sind, was waren wir vorher? Bei zwei, also wir waren erst, glaube ich, dass wir das jetzt richtig sagen, wir waren letzte Woche bei 2,7 und ein paar zerquetschten. Dann sind wir jetzt auf 2,3, 2,4 runter, ne? Mit Investitionen und mit dem, was wir jetzt rausgeholt haben, aber trotzdem hochgegangen auf 3,1, ne? Lass mal es genau eintragen. 3,1. 3138 haben wir und damit sind wir jetzt bei. Hä, habe ich mich verrechnet? Habe ich mich so viel verrechnet? Ich dachte eigentlich, wir kommen auf 17 Millionen die Woche. Okay, ich habe mich anscheinend vorhin verrechnet, egal. Aber ich habe mich positiv für mich verrechnet. Ich dachte, ich komme nur auf 17 Mille, aber oder auf 17,5, aber ich bin tatsächlich jetzt auf 18 gekommen. Ich habe durch die Berufe mehr gemacht, als ich dachte, tatsächlich. Und ja. Wir haben jetzt die Woche an Gold Plus gemacht, 3,1 Millionen. Das ist, denke ich mal, ganz gut. Liegen wir gut im Schnitt. Mehr als letzte Woche tatsächlich. Und ja, sind jetzt bei overall 18 Millionen auf dem Account. Zwar ein bisschen verteiltes Gold, aber das meiste tatsächlich auf Antonidas. Also ich glaube 15, 16 Millionen allein auf Antonidas, das andere auf den anderen Server noch rumliegen. Und ja, wenn das gut läuft, dann kommen wir nächste Woche tatsächlich auf die 20 Millionen. Und dann kann ich mich schon mal anfangen umzuschauen für das ein oder andere Kartenspielmount, was ich noch brauche. Da geht es so ab 20 Millionen los. Dann können wir mal gucken. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen haben die Informationen so ein bisschen weitergebracht. Und ja, wenn ihr wollt, schaut da gerne das nächste Mal wieder rein. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.